angucken? Das schicke ich euch dann einen Link dafür. Dann könnt ihr es euch online angucken. Ach so, okay, alles klar. Genau. Genau, also erstmal willkommen an euch alle. Ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Wir gucken uns heute die Redoxreaktion aus der Veranstaltung Grundzüge der Chemie an. Genau. Vielleicht erstmal zu mir. Ich bin Hans. Ich bin jetzt im siebten Semester. Ich studiere Maschinenbau, habe mich in der Produktionstechnik vertieft und gerade bin ich im Praxissemester. Das heißt, ich mache jetzt schon seit 3 Monaten Praktikum bei Sunfire. Das ist ein Wasserstoffelektrolyseunternehmen und ja, macht mir total Spaß, mal ein bisschen was von dem Gelernten aus der Universität anzuwenden. Und genau, ich denke, das wird euch dann zur entsprechenden Zeit auch Spaß machen. Genau. Ansonsten, eigentlich seit Anfang des Studiums biete ich auch studentische Unterstützung an, in allen möglichen Fächern, habe da also schon relativ viel Erfahrung. Und ja, in meiner Freizeit gibt es eigentlich nichts Besseres als Volleyball spielen. Genau. So viel zu meiner Person. Ihr habt wahrscheinlich schon eine Mail bekommen. Wenn ihr Lust habt, wenn ihr noch nicht beigetreten seid, gibt es hier noch eine WhatsApp-Gruppe. Könnt ihr über den Link beitreten. Den QR-Code seht ihr auch noch mal ganz zum Schluss. Und in der WhatsApp-Gruppe werde ich auch die PowerPoint hochladen. Da werde ich den Link zur Aufzeichnung hochladen. Da könnt ihr Fragen stellen, falls im Nachhinein noch Fragen auftreten, sowas in die Richtung. Genau. Ansonsten, ihr könnt auch, wie gesagt, während der Veranstaltung sehr gerne Fragen stellen. Nutzt dafür entweder den Chat oder das Mikrofon. Also ihr könnt mich jederzeit unterbrechen und eine Frage stellen. Ich finde es immer sehr angenehm, wenn quasi die Frage direkt in dem Moment kommt, wo das Problem auftritt und nicht, weiß nicht, 5 Minuten später, wenn man schon bei einem ganz anderen Thema ist. Genau. Und ob Chat oder Mikrofon, was euch lieber ist. So, ich habe auch den Chat im Blick. Genau. So, wenn ihr jetzt noch nicht geschafft habt, den QR-Code zu scannen, ich würde jetzt trotzdem erstmal weitergehen. Und genau, der wird am Ende dann eh nochmal gezeigt. Genau. Prinzipiell, wie versuchen wir euch möglichst gut auf die Klausur vorzubereiten? Wir sind Tutoren, wir sind alle Maschinenbaustudenten an der RWTH. Das heißt, wir haben die gleichen Klausuren geschrieben wie ihr. Wir kennen uns aus, wir können Tipps geben. Und ja, wie man sich so am effektivsten auf die Klausur vorbereitet, ist eigentlich erstmal, dass man die Theorie und Grundlagen verstanden hat. Also die Vorlesung geht meistens ein bisschen über den prüfungsrelevanten Stoff hinaus. Das heißt, wir beschränken uns auf die Theorie, die dann wirklich klausurrelevant ist. Das fällt dann einem natürlich immer ein bisschen schwierig als Student, der noch nie diese Klausur geschrieben hat, einzuschätzen, was ist jetzt relevant und was nicht. Das machen wir quasi für euch und zeigen euch dann nur die relevante Theorie. Darauf aufbauend zeigen wir euch dann natürlich auch, wie man Beispielaufgaben rechnet. Also klausurähnliche Aufgaben. Und das Ziel ist dann natürlich, dass wir selbst Übungsfragen aus Klausuren beantworten können. Genau. Prinzipiell, wir haben eine 100% Bestehensgarantie. Das heißt, wenn ihr die Klausur nicht besteht und an unserem Kurs teilgenommen habt, dann könnt ihr den gleichen Kurs im nächsten Semester nochmal wiederholen, um euch nochmal für die Klausur optimal vorzubereiten. Genau. Die Struktur ist auf die Klausuren der letzten Jahre angepasst, weil wir wollen natürlich, dass ihr diese Klausur mit einer möglichst guten Note besteht. Und das Ziel, am besten lernt man natürlich, wenn man ja aktiv mitarbeitet. Das heißt, wir versuchen oder ich versuche euch Fragen zu stellen. Ich würde mich freuen, wenn ihr antwortet, wie gesagt, im Chat oder per Mikrofon. Und dann merke ich einerseits, ob ich das so erklärt habe, dass ihr es verstanden habt und ihr könnt aber auch euch selbst quasi so ein bisschen kontrollieren, ob ihr es verstanden habt. Genau. Dass dieses aktive Lernen, das hilft einem, ja, das Verstandene auch wirklich anwenden zu können. Genau. Und wir bieten natürlich auch WhatsApp-Unterstützung an. Das heißt, in der Gruppe, die ich gerade gezeigt habe, könnt ihr mir auch einfach Nachrichten schreiben und dann beantworte ich die Fragen für alle. Es ist natürlich ideal, wenn man die Fragen in die Gruppe stellt. Dann können alle aus der Frage lernen, weil
oftmals bei so einer großen Gruppe haben mehrere Leute ähnliche Fragen. Aber wenn ihr euch nicht traut, könnt ihr mir auch privat schreiben. Genau. Ansonsten, genau, heute haben wir unseren kostenlosen Kurs. Der ist, der zeigt quasi ein Thema von der Klausur und Übungsfragen zu diesem Thema basieren auf Altklausuren. Und wenn ihr den vollständigen Kurs teilnehmt, dann wird der gesamte Prüfungsstoff wiederholt innerhalb von 12 Stunden. Es wird eine vollständige Zusammenfassung gemacht in kleinen Gruppen, weil heute sind wir 62 Leute. Das heißt, ich kann nicht unbedingt auf jeden eingehen, aber in dem Klausurtrainingskurs kann dann auch auf jeden individuell eingegangen werden. Genau. Ansonsten, heute ist unser Thema Redoxreaktion. Und ja, also Redoxreaktionen sind ein sehr relevantes Thema für die Klausur. Hier seht ihr schon mal eine Klausuraufgabe aus dem Sommersemester 2017, die ich mir rausgesucht habe. Und darf ich direkt was fragen? Also, ja. Nochmal zu der vorherigen Folie. Also sorry fürs Unterbrechen, aber du meintest ja... Ist gut. Ja, na klar. Genau. Also hier wird ja gerade beschrieben, dass quasi nur ein begrenzter Teil sich auf die, also den kostenlosen Teil bezieht. Was ist denn, also was wären das denn für Kosten, die auf einen zukommen? Genau, also wir haben einen Klausurtrainingskurs, der bezieht sich auf 12 Stunden reiner Kurs, direkt so wie hier, nur in einer viel kleineren Gruppe. Und dann könnt ihr natürlich auch unabhängig von diesem, neben dem Kurs, jederzeit Fragen stellen per WhatsApp. Und dann kommen, der Kurs kostet 120 Euro, aber es gibt natürlich Rabattcodes. Und dafür seid gespannt auf Ende des Kurses. Genau, das wären quasi so die Kosten. Alles zu finden dann auch auf der Homepage, wo ihr auch euch für den Kurs hier angemeldet habt. Und ihr müsst, der Kurs ist quasi natürlich dafür da, um zu gucken, gefällt euch das, wie wir das machen? Wenn nicht, müsst ihr natürlich an dem Kurs nicht teilnehmen, um Gottes Willen. Nur für diejenigen, die es dann am Ende hilft. Genau. Hat es deine Frage beantwortet oder soll ich noch was weiteres erzählen? Nee, hat meine Frage beantwortet, danke. Gerne. Genau, das jedenfalls ist die Klausuraufgabe, die wir am Ende der Stunde beantwortet haben wollen oder gelöst haben wollen. Ein Teil davon zeige ich euch, wie das funktioniert. Und im anderen Teil könnt ihr euch mal selbst ausprobieren und dann schauen wir mal, wie ihr zurechtgekommen seid. Genau. Ich habe mal eine Klausurauswertung gemacht von einer Altklausur, Wintersemester 1920. Und die verschiedenen Themen mir angeschaut, wie viele Punkte die ungefähr bringen. Und da sieht man direkt, die Redoxreaktionen bringen mit 16% mit einem der größten Anteile an Punkten ein. Nur die Thermodynamik ist noch etwas höher vertreten. Aber die Thermodynamik ist leider ein Thema, das sehr ausführlich ist und deshalb nicht in eine Stunde heute reinpasst. Deshalb gucken wir uns heute die Redoxreaktion an, weil ich persönlich finde, Redoxreaktion ist ein Thema, was man schön systematisch abarbeiten kann und deshalb auch durch diese Systematik gut Punkte bekommen kann, weil diese Aufgaben ja sehr schematisch sind. Und wäre schade, wenn man in dem Bereich die Punkte liegen lässt. Genau. Gibt es soweit erstmal Fragen? Nein, dann gehen wir weiter und fangen erstmal ganz mit der Grundlage an. Was sind überhaupt Redoxreaktionen? Also prinzipiell Redoxreaktionen sind chemische Reaktionen, bei denen ein Elektronenübergang stattfindet. Beispielsweise wir haben elementares Natrium. Natrium steht ja in der ersten Hauptgruppe, hat deshalb ein Außenelektron, Valenzelektron genannt. Das zeichne ich mal so ein. Und Chlor ist in der siebten Hauptgruppe, hat dementsprechend 7 Valenzelektronen. Und dann gibt es ja noch den Elektronegativitätswert. Der steht auch im Periodensystem zu jedem Element dazu. Und der gibt quasi sowas an, wie stark zieht ein Atom an den Elektronen. So. Und bei Natrium ist dieser Elektronegativitätswert sehr niedrig, weil es ein Metall ist.
und bei Chlor ist es sehr hoch. Die genauen Werte könnt ihr euch auch in den im Tafelwerk ablesen, sodass das Chlor quasi viel stärker an diesem Elektron zieht. Und gleichzeitig gilt ja auch diese Regel, dass ein Elektronengas, Edelgaskonfiguration besonders stabil ist. Das heißt, 8 Außenelektronen, 8 Valenzelektronen ist besonders stabil. Das Chlor hat 7, das Natrium hat 1. Das heißt, das Chlor zieht nochmal extra stark an den Elektronen und zieht ein Elektron vom Natrium rüber. Das heißt, das Natrium hat jetzt ein Elektron weniger, hat jetzt Edelgaskonfiguration, weil die äußerste Schicht leer ist und die Schale darunter voll besetzt, ist also sehr stabil. Und das Chlor bekommt sein 8. Außenelektron, hat jetzt also auch Edelgaskonfiguration und ist somit auch besonders stabil. Somit wird aus reinem Natrium und reinem Chlor einfach Natrium plus und Chlor minus, beziehungsweise es verbindet sich direkt zu Natriumchlorid. So. Jetzt müssen wir aber noch auf eine Sache eingehen, denn Chlor kommt immer in gebundener Form vor. Das ist bei allen Halogeniden so. Das heißt, Brom, Chlor, Jod kommt immer in so einem Zweierpack vor, genauso wie Stickstoff und Sauerstoff. Und damit das dann quasi ausgeglichen ist, brauchen wir natürlich 2 Natrium, weil wir haben ja auch hier 2 Chlor. Das heißt, diesen 2 Chlore, jedes Chlor klaut jedem Natrium ein Elektron. So müssen wir das natürlich auch hier ausgleichen und hier. Bei solchen einfachen Reaktionen geht das ja noch ziemlich simpel. Wenn wir das hier nochmal aufteilen, die Oxidation, das heißt, Oxidation ist immer die Elektronenabgabe. Wir haben Natrium, wird zu Natrium plus. Es gibt dieses Elektron ab. Das heißt, es gibt noch dieses eine Elektron ab. Bei der Reduktion haben wir jetzt ein Chlor. Und das Chlor wird ja negativ, nimmt also ein Elektron auf. Das heißt, es braucht diese 2 Elektronen und wird dann zu 2Cl minus. Genau das, was ich hier aufgeschrieben habe, wäre dann quasi die Redoxreaktionsgleichung. Genau, das heißt, die Redoxreaktion ist quasi die Zusammenfassung der Oxidation und Reduktion. Genau. Sehr verwandtes Thema dazu sind die Ionen und Salze. Diese sind einfach sehr relevant dazu, weil Salze bestehen immer aus Iongittern und Ionen sind nun mal Stoffe, die zwischen elementaren Zustand und Ionen schwanken. Das heißt, das Natrium wird ja zu Natrium plus, zu einem Ion. Und deshalb sind das sehr Themen, die damit stark zusammenhängen. Gibt es zu diesen Grundlagen erstmal Fragen? Okay. Genau, also für diese leichten Reaktionen oder Grundlagenreaktionen ist es halt relativ simpel aufzustellen, aber für alle ausführlicheren Reaktionen wird es deutlich schwieriger. Und aus diesem Grund werden wir uns jetzt erstmal nochmal die Grundlage der Oxidationszahlen angucken, um dann mithilfe dieser Oxidationszahlen zu entscheiden, wo findet denn überhaupt die Oxidation und wo die Reduktion statt. Genau. Oxidationszahl ist ja immer so ein Begriff, unter dem man sich erstmal grundsätzlich nichts vorstellen kann. Und es ist jetzt auch nicht wirklich was Existentes. Das heißt, es ist eigentlich für uns nur eine Modellvorstellung, die quasi die, ich nenne es mal Ladung im Vergleich zum Grundzustand angibt. Das ist quasi nur eine Art hypothetische Ladung des Atoms, die wir quasi dafür nutzen, um herauszufinden, in größeren Molekülen, wo findet denn jetzt der Elektronenübergang statt. Genau. Und um diesen halt zu bestimmen, gibt es verschiedene Regeln. Zum Beispiel die Regel, dass elementare Atome
die Oxidationszahl 0 haben. Das ist quasi dieser Grundzustand. Genau. Und die Oxidationszahlen schreibt man dann immer über so ein Atom drüber. Das heißt, hier wäre quasi 0 oder plus minus 0, je nachdem, was euch lieber ist. Genau. Beim Chlor hatten wir gerade schon gesprochen. Alles, was, ich sag mal, im Grundzustand auch in diesen Zweierpacks vorliegt, also Cl2, hat dann auch ist auch im Grundzustand und hat deshalb auch die Oxidationszahl 0. Also ich nenne es mal immer so, was alleine vorliegt oder nur mit sich selbst gebunden ist, ist quasi der Grundzustand. Genau, das heißt, die haben alle die Oxidationszahl 0. Dann, wenn wir einatomige Ionen haben, ist die Oxidationszahl immer entsprechend ihrer Ladung. Das heißt, wir haben hier ein Kupferion, Kupfer-1-Ion, weil Kupfer, davon gibt es auch verschiedene Oxidationszahlen oder verschiedene Ionen. Es gibt auch Kupfer-2+, beispielsweise. In dem Fall ist Kupfer-1+. Deshalb ist die Oxidationszahl +1 von diesem Kupferion. Cl- ist also -1, weil es einfach negativ geladen ist. Und Natrium plus ist dann +1 als Oxidationszahl. Genau. Und die dritte Regel, die immer gilt, ist, dass die Summe der Oxidationszahlen in einem Ion oder Molekül gleich der Ladung des Ions oder Molekül ist. Das hört sich jetzt erstmal kompliziert an, aber machen wir ein Beispiel. Fangen wir erstmal mit etwas Leichtem an, nämlich CO2. Dann sagen wir beispielsweise, dann wissen wir, dass Sauerstoff meistens die -2 hat als Oxidationszahl. Das gucken wir uns auch gleich auf der nächsten Folie nochmal an. -2. Und beim Kohlenstoff wissen wir es nicht so richtig, weil Kohlenstoff kann sogar jede Oxidationszahl zwischen -4 und +4 annehmen. Ist also sehr variabel. Um jetzt herauszufinden, welche Oxidationszahl der Kohlenstoff in dieser Verbindung hat, nutzen wir die Gesamtladung des Moleküls. Kann mir jemand sagen, ob bzw. wie dieses CO2-Molekül geladen ist? Hat das eine Ladung von außen betrachtet? Genau. Genau, Raphael. Also wir fangen erstmal an, Raphael. Genau, nein, es hat keine Ladung nach außen. Nach außen ist es neutral. Und Carlo-Jan und Oliver, ihr seid schon einen Schritt weiter, wart schon sehr fix. Das heißt, -2 haben wir zweimal. Und weil das ja nach außen neutral sein muss, muss das Kohlenstoff in dem Fall +4 sein als Oxidationszahl. Denn 4 plus 2 mal -2, was ja hier vom Sauerstoff kommt, ist dann 0. Und das ist die Ladung des CO2-Moleküls an sich. Genau. Das heißt, das ist so unsere generelle Vorgehensweise. Und genauso machen wir es auch bei Ionen. Wenn wir zum Beispiel das SO42-Ion haben, das sogenannte Sulfat-Ion. Das ist das Säure-Rest-Ion von der Schwefelsäure. Das sind jetzt alles Begriffe, die ihr möglicherweise schon auswendig kennt, möglicherweise noch nicht. Das sind, ich sag mal, Grundlagenbegriffe. Sowas müsst ihr leider für die Klausur auswendig lernen. Genau. Und schauen wir uns das an. Wir wissen wieder, dass... Das will ich machen. Hast du gerade ein Beispiel parat? Ich glaube, das hast du mir. Einen Moment, ich suche kurz das raus. Ja, genau, also wir hatten ja geschrieben, wenn du dich erinnerst. Genau, du hattest mir das gestern schon geschrieben. So, da ist es. Genau. Ich schreibe es kurz auf. CONO2-6-3-. Genau, wir gucken uns nochmal kurz das Sulfat an und dann gehen wir zum Kohlen-Kobalt-Nitrat-Komplex, der deutlich komplizierter ist.
Genau, also Sauerstoff geben wir die minus 2. Wir haben viermal diese minus 2, das heißt, sind wir bei minus 8. Und wir wollen am Ende auf minus 2 kommen. Das heißt, minus 8, minus 2, wir müssen plus 6 dazu nehmen. Das heißt, der Schwefel muss eine plus 6 auch haben als Oxidationszahl. Genau. Das heißt, diese ja, Gesamtladung ist quasi so die Summe der Ladung intern. Gucken wir uns das nochmal hier an. Das ist ein Kobalt-Nitrit-Komplex. Müsst ihr prinzipiell nicht wissen, aber das können wir uns trotzdem anschauen. Was an dieser Stelle aber schwierig ist, wir müssen wissen, was dieses Ion für eine Ladung hat. Also prinzipiell, wenn man sich das vorstellt, ist das quasi ein Kobalt-Ion. Ich nenne es jetzt mal irgendwas, also mit irgendeiner Ladung, die wir noch nicht kennen. Und das hat quasi diese noch so Stickstoff-Ion. Und dieses NO2, das sind quasi nochmal einzelne Ionen für sich. Genau, das heißt, die sind kovalent miteinander gebunden, das Stickstoff mit dem Sauerstoff, aber insgesamt ist es ein Ion. Und in dem Fall, da das Kobalt als Nebengruppenelement verschiedene Oxidationszahlen annehmen kann, genauso wie das Stickstoff, macht es uns das in diesem Fall schwieriger. Aber wir müssen halt in dem Fall wissen, dass NO2 minus Ion ist. Das heißt, dass es einfach negativ geladen ist, ein so ein NO2. Das müssen wir leider wissen. Woher können wir das wissen? Beispielsweise bei der H2SO4, also der Schwefelsäure, können wir zweimal das H plus wegnehmen. Das heißt, wir wissen, dass das SO4 2 minus ist. Dann wissen wir auch, okay, es gibt neben der Schwefelsäure auch noch die schweflige Säure, und zwar SO H2SO3. Wenn wir jetzt wieder die 2H plus wegnehmen, sind wir wieder bei 2 minus. Genauso ist es hier. Wir kennen die Salpetersäure, HNO3. Jetzt ist nur ein H dran. H ist ja immer einfach positiv. Das heißt, wenn wir das wegnehmen, haben wir ein Nitration, NO3 minus. Und so wie es die von der Schwefelsäure, die schweflige Säure gibt, gibt es auch von der Salpetersäure die salpetrige Säure, die HNO2 minus ist, HNO2. Und wenn wir das H wegnehmen, ist es minus. Genau, so können wir uns das herleiten. Auf Basis dessen können wir jetzt vorgehen. Wir haben den Sauerstoff O, der hat wieder minus 2. Wir wollen da, davon haben wir zweimal, also minus 4. Wir wollen auf, am Ende auf minus 1 kommen. Das heißt, der Stickstoff hat in diesem Fall eine plus 3. Gut. Das heißt, minus 2 plus 3 haben wir jetzt schon mal ermittelt. Und jetzt können wir noch den Kobalt uns angucken. Dafür können wir hier schon mal die Gesamtladung nehmen, die wir hier bestimmt hatten, dass es einfach negativ ist. Das heißt, das Ganze ist minus 1. Davon haben wir 6 mal. Das heißt, 6 mal minus 1 ist minus 6. Und wir wollen auf ja, minus 3 kommen. Das heißt, wir brauchen noch plus 3 beim Kobalt. Und somit wissen wir, dass es Kobalt 3 plus ist. Genau. Das sind relativ schwierige Moleküle, wo man das bestimmt. Einfach aus dem Grund, wie gesagt, dass das Kobalt und das, der Stickstoff verschiedene Oxidationszahlen annehmen kann. Aber dann muss man wirklich versuchen, über diese Teilionen vorzugehen. War das verständlich? Gibt es Fragen dazu bisher? Also war Ja, super. toll. Das freut mich. Tolga, du kannst gerne was sagen. Ja, und zwar habe ich das jetzt nicht ganz verstanden beim O, also beim Sauerstoff, da steht der minus 2. Wird das jetzt grundsätzlich abgelesen, dass es halt normal ist, dass es zum Beispiel diese Zahl annimmt, oder muss ich das irgendwie auswendig lernen? Ich sag mal so, wir haben uns jetzt quasi die festen Regeln gerade angeguckt, die immer gelten, diese drei hier.
Wir gucken gleich auf der nächsten Seite uns noch so Hilfsregeln an, sage ich mal. Da steht unter anderem drin, dass Sauerstoff minus 2 meistens annimmt. Und ich persönlich finde, es ist deutlich einfacher, sich diese Hilfsregeln noch zu merken, als das alles sich herzuleiten. Also prinzipiell könntest du dir herleiten, Sauerstoff steht in der 6. Hauptgruppe. Das heißt, minus 2, es nimmt 2 Elektronen auf, um dann quasi von seinen 6 Außenelektronen auf die 8 Außenelektronen zu kommen. Daher kommt quasi diese Sauerstoff minus 2. Und grundsätzlich gilt halt sowas wie, naja, ich sag mal, was von der Ordnungszahl her höher steht im Periodensystem, hat meistens den stärkeren Zugzwang und möchte seine fixe, seine fixen Elektronenanzahl erreichen. Wichtig, meistens gilt das nur. In der Chemie ist ja alles nicht ganz so richtig. Genau. Moment. Dankeschön. Genau, also das ist halt so eine zweite Regel, nenne ich es mal, die wir uns genau jetzt angucken. Das heißt, hier sind halt diese Hilfsregeln. Ja, bitte. Also ich wusste ja jetzt quasi nicht, also um die Oxidationszahlen hier zu bestimmen, musste man ja quasi auswendig wissen, dass NO2 eben negativ geladen ist, also ein Minus hat. So. Genau. Irgendwie eine Tabelle oder so, da kann man irgendwas googeln mit irgendeiner Tabelle, wo man die Sachen halt auswendig lernen kann, weil das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, deswegen hatte ich wahrscheinlich auch so Probleme damit, weil ich halt nicht wusste, dass NO2 Minus das ist, weil das steht da ja auch per se gar nicht auf den ersten Blick. Genau. Und ja. Genau, also was dafür hilft, ist, guck dir die Säure-Restionen an. Also prinzipiell, es gibt extrem viele solche Ionen, die kannst du aber gar nicht alle auswendig wissen oder ähnliches. Mhm. Das heißt, mein Tipp ist, guck dir von den klassischen Säuren die Säure-Restionen an, wie zum Beispiel Schwefelsäure, schwefelige Säure, Salpetersäure, salpetrige Säure. Was gibt es noch so? Beispielsweise Ameisensäure, das ist ja HCOOH. Ja. Wenn wir jetzt hier das H quasi wegnehmen, ist es nur noch HCOO- beispielsweise. Also google einfach mal nach Säure-Restionen und dann findest du quasi die wichtigen, die du auswendig kennen solltest. Also sprich, wenn eine Säure sozusagen das H abgibt, dann entsteht auf jeden Fall ein Minus. Genau. Also ich merke mir das eigentlich immer so, die Ladung von diesen Säure-Restionen. Ich kenne die Strukturformel oder die Summenformel einer Säure, beispielsweise halt Schwefelsäure, H2SO4. Und für die Säure-Base-Reaktion muss ich ja sowieso wissen, dass ich beide H+ ablösen können, also beide Wasserstoff. Wasserstoff ist immer H+. Wenn ich jetzt also zweimal ein positives entferne, zweimal ein einfach positives entferne, ist also das, was zurückbleibt, zweifach negativ. Das ist so immer die Möglichkeit, wie ich mir überlege, welche Ladung hat welches Ion. Okay, danke. Genau. Muss man sich auch nicht alles doppelt merken, finde ich. Also, genau. Einzige Stolperstelle ist natürlich dann sowas wie hier die Ameisensäure. Die hat natürlich hier zwei Hs drin. Und bei der muss man dann leider wissen, dass nur dieses H quasi sauer sich ablösen kann. Warum das so ist, geht jetzt aber gerade zu weit. Das ist so die einzige Stolperstelle an der Stelle. Okay. Dann gucken wir uns noch diese Hilfsregeln an. Und zwar hatte ich ja gesagt, es gibt diese Hilfsregeln und da müssen wir so ein bisschen die Reihenfolge beachten. Das heißt, die oberen sind wichtiger als die unteren. Ich kennzeichne das mal so durch so einen Pfeil. Also ich wende quasi immer erst diese obere Regel an und wenn diese dann erfolgt ist, dann kann ich die untere Regel anwenden. Wichtig, es muss immer in Einklang mit diesen drei Regeln stehen. Dann hier direkt ein Beispiel, ein Negativbeispiel oder was quasi verwirrend sonst wäre. Wir haben H2O2, Wasserstoffperoxid. Wir gucken uns die Liste an. Fluor haben wir nicht. Wasserstoff,
plus 1. Das heißt, dem Wasserstoff ordnen wir schon mal die plus 1 zu. Und jetzt müssen wir uns überlegen, naja, es gibt ja nur diese zwei Elemente, Wasserstoff und Sauerstoff beim Wasserstoffperoxid. Also können wir direkt diese Regel anwenden, dass die Summe der Oxidationszahlen in einem Molekül gleich der Ladung des Moleküls ist. H2O2 ist nicht geladen und dementsprechend können wir die Summe bilden. Wir haben zweimal diese plus 1 vom Wasserstoff plus zweimal eine Oxidationszahl, nenne ich es mal x, die wir noch nicht kennen vom Sauerstoff, ist gleich 0, weil es keine Ladung hat. Und wenn wir diese Gleichung jetzt auflösen nach x, kommen wir darauf, dass die Oxidationszahl vom Sauerstoff diesmal minus 1 ist. Ich habe es jetzt über diese Gleichung gemacht. Prinzipiell kann man das natürlich auch durch genaues Hinschauen einfach sehen, dass wenn wir hier plus 2 haben, muss der Sauerstoff am Ende minus 2 sein. Wir haben aber 2 Sauerstoff, also jeder Sauerstoff minus 1. Und das ist quasi so die einzige Ausnahme, wann Sauerstoff nicht minus 2 ist, sondern minus 1. Genau. Oder die andere Ausnahme ist natürlich einfach nur O2, dann hat es als Oxidationszahl plus minus 0. Aber in allen anderen Fällen hat Sauerstoff minus 2. Ja. Und genau. Das ist so. Quasi, das sind so diese Hilfsregeln, die einem dabei weiterhelfen. Bei der ersten, zweiten und siebten Hauptgruppe kann man sich meist noch relativ sicher sein, welche Oxidationszahl sie haben. Alle Hauptgruppen dazwischen und Nebengruppenelemente können entweder verschiedene Oxidationszahlen haben oder sind nicht so eindeutig. Genau, Raphael, die Hilfsregeln wirken genau in dieser Reihenfolge. Die obere ist quasi so die wichtigere Regel und nach unten nehmen die quasi ab von der Wichtigkeit her. Okay. Gibt es soweit erstmal Fragen zu Oxidationszahlen noch? Gab es nicht auch so Regeln mit Fluor und Sauerstoff, dass da irgendwas auch anders ist? Es gibt noch Fluoroxid. Oder ja, genau. Sozusagen zusammen vorkommen, dass dann auch Sauerstoff eine andere Oxidationszahl hat als minus 2. Prinzipiell schon. Da hast du vollkommen recht. Da geht dann wieder die Regel von oben nach unten. Ich bin jetzt nur von diesen zwei ausgegangen, weil ich davon ausgehe, dass die anderen nicht in der Klausur dran kommen. Aber du hast recht. Also es gibt noch ein paar, ich nenne es mal Nischenverbindungen, die sehr selten vorkommen, aber wo der Sauerstoff noch andere Oxidationszahlen hat. Genau. Das sind aber die wichtigen. Gibt es sonst noch Fragen? Okay. Fahrplan Ox Redox-Reaktion. Ich habe ja gesagt, es ist relativ schematisch. Das heißt, es gibt diese 7 Schritte und wenn wir diese 7 Schritte abarbeiten, dann führt uns das eigentlich direkt zur Lösung eigentlich jeder Redoxreaktionsaufgabe. Erster Schritt, Oxidationszahlen ermitteln. Jawohl, das können wir jetzt. Zweiter Schritt, Halbreaktion ermitteln. Ab hier wird es jetzt wieder etwas Neues. Und zwar Oxidation ist immer die Abgabe. Das heißt, hier das ist immer ein Stoff, wo die Oxidationszahl steigt. Genau. Also diese Oxidationszahlen schreiben wir quasi erstmal drüber, damit wir herausfinden, welche Stoffe werden oxidiert, welche reduziert. Und der Stoff, der oxidiert wird, dabei steigt die Oxidationszahl, weil wir Elektronen abgeben und Elektronen sind ja negativ. Das heißt, wenn ich was Negatives abgebe, bin ich selbst positiver. Genau. Und die Reduktion erkennt man daran, dass die Oxidationszahl sinkt. Und das ist eigentlich immer das, was ich mir merke. Oxidationszahl wird quasi reduziert, also kleiner gemacht. Genau.
So, wenn wir herausgefunden haben, welcher Stoff oxidiert wird, welcher reduziert wird, können wir quasi die Teilreaktion aufstellen, also Oxidation und Reduktion. Und dann ist der nächste Schritt quasi, dass wir eine Elektronenbilanz aufstellen. Ja, wie viele Elektronen werden jetzt von dem Stoff aufgenommen? Wie viele Elektronen werden von dem Stoff abgegeben? Das ist immer Schritt Nummer 1 danach. Dann müssen wir einen Ladungsausgleich machen. Das heißt, wir gucken uns an, auf der linken Hälfte und rechten Hälfte der Reaktion, welche Ladung haben wir in Summe vorliegen. Denn wir wissen ja aus der Physik, wir können weder Ladung erzeugen, noch Ladung, ich nenne es mal verpuffen lassen. Wir können höchstens Ladung trennen. Das heißt, die Summe der Ladung muss vorher und nachher bei den Edukten und Produkten gleich sein. Und das können wir dann ausgleichen, wenn es nicht der Fall ist, mit so hilfreichen Wasserstoff-Sauerstoff-Verbindungen, entweder nur Wasser oder OH-, H3O+, oder einfach nur H+, oder O2-. Das kommt immer drauf an. Das können wir halt machen, wenn es basisch ist. Genau, Vincent, also die Oxidationszahlen zeigen uns an, was oxidiert und reduziert wird. Denn wenn wir die Oxidationszahlen aufstellen, verändern die sich bei den Stoffen, die Oxidationszahlen bei den Stoffen, die oxidiert oder reduziert werden. Das heißt beispielsweise, gucken wir nochmal das ganz einfache Beispiel hier oben an. Natrium ist ja hier elementar, das heißt hat plus minus 0. Chlor ist elementar, also plus minus 0. Und hier hat Natrium jetzt plus 1 und Chlor minus 1 als Oxidationszahl. Das heißt, Natrium ist von 0 auf 1, gibt also ein Elektron ab, die Oxidationszahl steigt und somit findet hier quasi unsere Oxidation statt. Das heißt, Natrium wird oxidiert und Chlor hat von 0 auf minus 1, dann sinkt also die Oxidationszahl und deshalb wird Chlor reduziert. Genau. So. Das heißt, wir sehen daran, die Stoffe, bei denen sich die Oxidationszahl ändert, die werden oxidiert / reduziert. Falls die Frage sich dadurch nicht beantwortet hat, frag gerne nochmal nach. Genau. Dann OH- können wir natürlich nur nehmen, wenn OH- vorliegt, also wir im basischen Milieu arbeiten. H3O+, dafür brauchen wir ein saures Milieu, damit überhaupt H3O+ vorliegt. Und O2-, das nutzt man sehr, sehr selten, weil das nutzt man ja eigentlich nur in der Schmelze. Also wenn wir irgendwas extrem Heißes haben, wie zum Beispiel Schmelze von irgendwelchen Salzen, Schmelze von irgendwelchen Metallen, dann können wir damit arbeiten. Genau. Wenn wir dann den Ladungsausgleich gemacht haben, müssen wir noch unsere Atombilanz machen. Das heißt, ich kann ja nicht plötzlich vorher, weiß nicht, Wasserstoff haben und nachher Helium. Das gibt es zwar auch, das nennt sich Kernfusion, aber bei chemischen Reaktionen findet sowas nicht statt. Das heißt, ich habe vorher genau die gleichen Stoffe wie nachher. Prinzipiell H2O kannst du immer nutzen. Hilft dir nur bei diesem Ladungsausgleich, ich sag mal, weniger. H2O ist, ich sag mal, mehr dieses Füllobjekt, was dann quasi dir bei der Atombilanz hilft, um den Ladungsausgleich zu messen. Nur ich habe H2O mit aufgeschrieben, weil diese ganzen Sachen kannst du natürlich nutzen, aber die helfen dir meistens nur auf der linken Seite. Das heißt, wenn du weißt, du bist im basischen Milieu, dann kannst du bei den Edukten natürlich OH- nutzen. Wenn wir jetzt aber im neutralen Bereich sind, kannst du einfach H2O nutzen. Dann geht irgendein H+ zum Beispiel in eine Verbindung und dann kommt bei den Produkten OH- raus. Das heißt, du kannst dann quasi mit dieses Wasser spalten und hast diesen Ladungsausgleich bei der Produktseite. Ist relativ selten, macht man nicht so oft. Meistens ist es eher, dass man basisch oder sauer beginnt. Es macht
Also Lukas, es macht gar keinen Unterschied, ob du H3O Plus oder H Plus verwendest. H Plus ist deutlich einfacher und für die, also es macht wirklich keinen Unterschied. Wenn du H3O Plus nimmst, kommt am Ende halt ein Wasser raus. Wenn du nur H Plus nimmst, kommt vielleicht auch Wasser raus, je nachdem, mit was es reagiert, aber muss kein Wasser rauskommen. Genau, das ist einfach der Unterschied. Prinzipiell nutzt, was dir lieber ist oder was halt in der Aufgabe steht. Genau, also bei der Atombilanz, Schritt 5 nochmal, vorher und nachher müssen die gleichen Anzahl und gleiche Art an Atomen vorliegen. Dann kommt Schritt Nummer 6. Wir haben unsere beiden Halbreaktionen jetzt komplett fertig. Oxidation ist komplett fertig, Reduktion ist komplett fertig. Das heißt, jetzt schauen wir uns das Verhältnis an der Halbreaktion. Dabei schauen wir nur auf die Elektronen und müssen halt die Reaktion so mit so einer Zahl, also die ganze Gleichung mit so einer Zahl multiplizieren, dass wir quasi bei der Oxidation und Reduktion genauso viele Elektronen erzeugen, wie wir auch verbrauchen. Weil Elektronen sind keine Stoffe, die dann einfach, ich sag mal, wild durch die Luft fliegen, sondern die entstehen nur, wenn sie auch direkt wieder verbraucht werden. Und im letzten Schritt können wir dann diese ganzen zwei Halbreaktionen, die fertig im Verhältnis ausgeglichen sind, einfach zusammen addieren und haben unsere fertige Reaktionsgleichung, Redox-Reaktionsgleichung. Ich weiß, es ist jetzt sehr viel auf einmal. Wir gehen jetzt diese Schritte ganz in Ruhe durch anhand einer Beispielaufgabe. Es sei denn, es gibt erstmal Fragen. Gut, dann habe ich eine Frage an euch. Wer möchte denn mal versuchen, ein paar Oxidationszahlen aufzustellen? Ihr müsst auch nicht alles machen. Wer hat denn zu irgendeinem dieser Stoffe eine Ahnung, welche Oxidationszahl vorliegt? Traut euch ruhig, hier gibt es doch ein paar Experten bestimmt. Gerne. Also, ich würde halt bei Blei, wo ist das Blei? Das ist Antimon mit dem SB. Genau. Würde ich plus 3 sagen. Genau. Beim Wasserstoffion ist es dann halt plus 1. Mhm. Brom halt hinterher minus 1 auf der rechten Seite. Genau. Und halt beim Antimon dann halt auch plus 5. Sehr gut. Und jetzt fehlt nur noch das Bromoxid-Ion. Sowas habe ich noch nicht gedacht. Dann auf jeden Fall, gerne. Ist das nicht auch minus 1? Also wichtig, bei Oxidationszahlen stellen wir immer eine Oxidationszahl für jedes Atom auf. Das heißt, für das Sauerstoff brauchen wir eine Zahl und für das Brom eine Zahl. So. Also Raphael, du warst der Erste. Wenn du magst, kannst du antworten. Ich würde sagen beim O minus 2 wegen diesen Hilfsregeln. Und dann müssen wir ausgleichen, haben dann mit 3 O's und minus 2 als Oxidationszahl insgesamt minus 6 und möchten am Ende minus 1 haben. Also muss Brom plus 5 haben. Ganz genau. Hast du auch schön erklärt. Sehr gut. Dankeschön. Ist jemand unklar, wie man auf diese Oxidationszahlen kommt? Sehr schön. Genau. Dann ist jetzt der nächste Schritt herauszufinden, welcher Stoff wird oxidiert und welcher wird reduziert. Hat da jemand eine Idee? Lukas, gerne.
Also man sieht ja, dass sich bei Brom und ich glaube, das andere war Antimon, ne? Genau. Dass sich bei den beiden halt die Oxidationszahlen verändern. Und zum Beispiel beim Antimon steigt die ja, was heißt, dass es die Oxidation ist. Und beim Brom sinkt die ja ab, das heißt, das ist die Reduktion. Ganz genau, sehr schön. Hast du auch schön erklärt, da brauche ich gar nichts hinzuzufügen. So, gibt es sonst Fragen noch soweit? Sieht nicht so aus. Genau, dann haben wir jetzt schon mal die ersten zwei Schritte richtig bestimmt. Halbreaktion stehen. Das heißt, jetzt kommt Schritt 3. Ich habe hier schon mal vorbereitet. Die Oxidation, hatten wir gesagt, ist das Antimon und Reduktion irgendwas mit Brom. Das heißt, jetzt müssen wir eine Elektronenbilanz aufstellen. Und dafür gebe ich nochmal die Oxidationszahlen an, die ihr schon gut bestimmt hattet. Plus 5 war es. Und hat jemand eine Idee, wie man jetzt hier auf die entsprechende Anzahl an Elektronen kommt, die entstehen oder verbraucht werden? Lena, gerne. Also bei der Oxidation sehen wir ja, dass es eine Elektronenabgabe ist und wir haben ja von plus 3 auf plus 5, also ist auf der Produktseite dann noch 2 Elektronen. Genau. Und bei der Reduktion ist es dann genau umgekehrt, da haben wir auf der Eduktseite 4 Elektronen, nicht 4, sondern 6. Genau, sehr schön. Sehr schön. So, genau. Also wir gucken uns quasi die Differenz zwischen den Oxidationszahlen an. Von 3 auf 5 müssen 2 abgegeben werden. Von 5 auf minus 1 müssen 6 aufgenommen werden. Damit ist auch schon Schritt 3 abgehakt. Wir machen weiter mit Schritt 4. Ladungsausgleich der Halbreaktion mit Hilfe von Wasser, OH-H3O+/H+. O2 minus in Abhängigkeit des pH-Wertes. In der Aufgabe stand jetzt nicht genau, welcher pH-Wert ist, ob wir im sauren Milieu sind, aber wenn wir hier oben mal spicken, gibt es ja schon einen Hinweis darauf, welche Ladung man verwenden kann. Genau. Traut sich jemand zu, direkt den Ladungsausgleich zu machen oder wollen wir das, soll ich das erstmal, ich nenne jetzt mal vorführen? Okay, dann mache ich das jetzt das erste Mal. Ihr dürft euch ja dann in der nächsten Aufgabe eh nochmal selbst versuchen. Genau, also hier sehen wir schon mal, dass wir H+ bei den Edukten vorliegen haben. Das heißt, wir sind scheinbar im sauren Milieu und das können wir verwenden. Und beim Ladungsausgleich schauen wir uns einfach mal jetzt die Ladung auf der Produkt- und Eduktseite an. Fangen wir hier an. Auf der Eduktseite haben wir plus 3S-Ladung in Summe. Und auf der Produktseite haben wir plus 5, aber auch 2 mal minus 1. Das heißt, 5 minus 2 macht ja auch 3. Das heißt, auf der Seite haben wir plus 3 als Gesamtladung, auf der Seite haben wir plus 3 als Gesamtladung. Das heißt, hier brauchen wir schon mal gar nichts machen. Ist schon Ladung, ist ausgeglichen. Jetzt gehen wir hier runter. Hier haben wir dieses Ion ist einfach negativ geladen. Hier dran. Ich gehe das hier auch nochmal kurz. So. Genau. Und 6 mal minus. Das heißt in Summe 7 mal minus. Ich schreibe es mal runter. 7 minus. Hier hatten wir 3 plus. Hier hatten wir 3 plus. Und hier auf der Seite haben wir nur das Brom minus. Das heißt nur einmal minus. So, das heißt, hier haben wir ein Ladungsungleichgewicht. Hier müssen wir die Ladung ausgleichen. Wir hatten ja hier oben schon bestimmt, dass wir das mit dem H+ machen können. Also hier ist es negativer. Das heißt, wenn wir auf der Seite was Positives hinzufügen, ist immer eine gute Idee. Wie viel brauchen wir an H+? Hier ist es 7 minus, hier 1 minus. Das heißt, wir brauchen 6 H+, um
ja, dann auf, die, das, die quasi diese 6 minus ausgleichen, sodass wir nur noch einfach negativ sind. Das heißt, das war 7 minus. Das zusammen ist dann jetzt aber noch 1 minus. Genau. So funktioniert dieser Ladungsausgleich. Genau. Gibt es Fragen soweit erstmal? Okay. Dann machen wir noch Schritt 5. Schritt 5 ist jetzt die Atombilanz. Das heißt, wir gucken uns einfach die Stoffe an und gleichen die Stoffe aus. Auf der Seite haben wir einmal Antimon. Auf der Seite haben wir nochmal Antimon. Also ist es schon ausgeglichen. Wir haben auf beiden Seiten die gleichen Atome in der gleichen Menge vorliegen. Passt. Bei der Reduktion ist es jetzt ein bisschen anders. Wir haben ja das Brom. Das Brom ist auch hier. Das heißt, das passt. Aber hier haben wir noch 6H+ und O3, also dreimal Sauerstoff, was hier noch fehlt auf der Rückseite. Gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, wie man vorgeht. Wir fangen erst nochmal an. Hier, Sauerstoff hat ja fast immer die minus 2 in dem Wert auch. Und wir wissen ja grundsätzlich, dass es sich nicht verändert beim Sauerstoff. Denn es findet immer nur eine Oxidation und eine Reduktion statt. Und in dem Fall wird ja schon das Antimon oxidiert, das Brom reduziert. Das heißt, der Sauerstoff wird seine Oxidationszahl auf keinen Fall ändern. Das heißt, wir können jetzt erstmal anfangen und sagen, wir haben dreimal Sauerstoff und dem jetzt wirklich diese Ladung zuweisen, also minus 2. Genauso haben wir 6-mal Wasserstoff, was einfach positiv ist. So. Dann hatte ich aber ja sowas gesagt wie O2- kommt extrem selten vor, nur in Schmelzen bei extrem hohen Temperaturen. Und davon steht ja nicht wirklich was in der Aufgabe und wird auch sehr selten vorkommen. Das heißt, das müssen wir versuchen irgendwie noch ja, zu verarbeiten. Und genau, ich weiß jetzt leider nicht genau deinen Namen, aber RM, du in den Chat geschrieben hast, hat das schon richtig gesagt. Das verbindet sich einfach zu Wasser, H2O dreimal. Dann haben wir 3-mal Sauerstoff und 6-mal Wasserstoff. 3 mal 2 ist 6 und fertig. Das ist also jetzt die richtige Lösung. Genau, und dann haben wir jetzt auch die Atombilanz aufgestellt von den beiden Halbreaktionen. Genau. Genau, also prinzipiell die Oxidationszahl ist dann irrelevant. Wenn ihr das direkt seht, okay, also meistens wird sich Wasserstoff und Sauerstoff immer oftmals zu Wasser verbinden. Es kann aber auch sein, dass es in einem Verhältnis vorliegt, dass es dann zu OH- wird oder ähnlichem. Da muss man einfach ein bisschen gucken. Ich habe das jetzt nur so gemacht mit diesen einzelnen Ionen, um euch nochmal zu zeigen, wenn ihr nicht direkt seht, dass ihr auf Wasser kommt, könnt ihr das erstmal so machen. Es kann natürlich auch sein, dass Natrium plus und Cl minus zum Beispiel hier noch als, ich nenne es mal Restionen, rauskommt und man dann nicht sofort darauf kommt, dass es Natriumchlorid wird oder ähnliches. Das heißt, das ist so ein Zwischenschritt. Den kann man gerne überspringen, wenn man das kann, kann man aber auch machen. Holger, kannst du mir deine Frage ein bisschen erklären? Genau, also plus 3 heißt, dass es dreifach positiv ist. Und die Oxidationszahl ist ja dann, meinst du jetzt die 3 hier oben, plus 3 hier unten? Nee, ich meine die 3 plus neben dem B da als Exponenten. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also wenn da jetzt 3 plus steht, muss oben auch plus 3 stehen oder ich dachte, das muss ich irgendwie ausgleichen auf 0. Genau. Also das muss es gar nicht. Also dieses Ausgleichen auf 0 bezieht sich nur auf, ich sag mal, Ionenmoleküle, also besser gesagt nur Moleküle, die in Summe wirklich neutral geladen sind. Wenn wir uns nochmal die Regel hier angucken, hieß es ja, die Summe der Oxidationszahlen in einem Ionenmolekül ist gleich der Ladung des
Moleküls. Das heißt, wenn das Molekül neutral ist, dann muss die Summe neutral sein. Wenn wir jetzt aber einatomige Ionen haben, dann entspricht die Oxidationszahl genau ihrer Ladung. Ah, okay. Also wir haben jetzt ein SP3 plus und deshalb ist die Oxidation genau auch plus 3. Alles klar. Danke. Gerne, gerne. Sehr schön. So. Gibt es ansonsten noch weitere Fragen bis hierher? Okay. Dann machen wir jetzt, dann haben wir eigentlich schon das Schwierigste geschafft. Jetzt ist noch ganz simpel. Wir schauen uns jetzt Schritt 6 an. Das heißt, wir müssen ein Verhältnis bestimmen. Dafür gucken wir nur auf die Elektronen. Hier entstehen 2 Elektronen. Hier benötigen wir 6 Elektronen. Das heißt, scheinbar muss diese Reaktionsgleichung 3-mal so oft stattfinden wie die Reduktionsgleichung, sodass wir quasi dann eine Gleichung haben. SB3 mal SB3 plus reagiert zu 3 mal SB5 plus 6E minus, sodass sich das direkt ausgleicht. Und der letzte Schritt, den könnt ihr alle, deshalb frage ich euch jetzt gar nicht erst, um euch nicht zu unterfordern, ist jetzt einfach nur noch das Zusammenschreiben. Das heißt, alles, was auf der Eduktseite steht, kommt jetzt gesammelt auf die Eduktseite. Alles, was auf der Produktseite steht, kommt gesammelt auf die Produktseite. Wir haben also hier diese 3SB3 plus. Die Elektro, genau, dann haben wir hier einmal BrO3 minus, 6-mal H plus. Die Elektronen könnt ihr entweder direkt weglassen. Ich schreibe es jetzt kurz mal mit hin, damit ihr dann auch wisst, warum man sie weglassen kann. Also 6 minus. Das sind quasi jetzt alle, das hier war alles Eduktseite. Die haben wir abgearbeitet. Machen wir weiter auf der Produktseite. 3 mal SB5 plus. Dann 6 Elektronen. Dann haben wir noch einmal Ion und 3-mal Wasser. Genau, und wie man das aus der Mathe auch kennt, kann man dann noch kürzen. Das heißt, diese 6e minus heben sich auf und deshalb kann man deshalb haben wir quasi hier so erweitert, dass die Elektronen sich komplett herausheben. Und genau, vom Rest her kann man erstmal nichts mehr kürzen. Genau. Krassen Fällen kann man noch Wasser manchmal kürzen oder H+, aber meistens sind es nur die Elektronen. Genau. Und so funktioniert eine Redox-Reaktionsgleichung. Jetzt erstmal Fragen soweit. Gut. Okay. Die Frage ist, warum man die Oxidationsgleichung mit dieser mal 3 multipliziert. Und das liegt einfach nur daran, dass wir quasi das kleinste gemeinsame Vielfache von diesen Elektronen suchen. Das heißt, hier entstehen ja nur 2 Elektronen bei einer Reaktion, aber gleichzeitig, weil diese Reaktionen finden quasi immer parallel statt, benötigen wir 6 Elektronen. Aber diese Elektronen können wir nicht einfach irgendwie aus der Umgebung ziehen, weil da gibt es keine Elektronen. Elektronen sind immer sehr flüchtig und lagern sich direkt irgendwo an. Das heißt, wir müssen immer bei der Oxidation genauso viele Elektronen erzeugen, wie wir im selben Moment wieder verbrauchen. Und aus diesem Grund brauchen wir natürlich das Ganze 3-mal so oft, weil nur dann 6 Elektronen entstehen, die wir hier unten auch benötigen. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Sehr schön. Genau. Ansonsten Nummer B. Dürft ihr jetzt gerne euch mal probieren. Ich gebe euch jetzt mal ein paar Minuten Zeit. Ich weiß, es ist schon 19 Uhr. Wer keine Lust mehr hat, darf natürlich gehen, aber ich würde jetzt einfach sagen, wir machen die Reaktionsgleichung noch. Gebt euch mal 5 Minuten und probiert euch einfach mal aus. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne jederzeit Fragen stellen und nach diesen 5 Minuten gucken wir uns die Aufgabe noch mal gemeinsam an. Viel Erfolg!
Das war die Aufgabe. Die Aufgabe hat sie nämlich auch ein bisschen in sich. Gucken wir die gleich nochmal an. Also probiert euch erstmal an der, die, je nachdem, wie lange wir jetzt brauchen, würde ich die Aufgabe 12 im Sommersemester 2019 entweder heute Abend noch fix versuchen, am Ende vorzustellen, oder ich schicke dann nochmal in die Gruppe eine ja, gut gemachte Lösung davon. Das habe ich leider nicht verstanden. Kannst du es nochmal wiederholen, falls es an mich ging? Gerne Feedback geben, falls ihr fertig seid oder nicht weiterkommt. Ja, ich hätte tatsächlich eine Frage. Also ja. Ich habe jetzt bei der Reduktion, ich weiß jetzt nicht, was CR ist, aber auf jeden Fall CR2, dass sozusagen 3 Elektronen aufgenommen werden. Aber muss ich jetzt schreiben, dass 3 Elektronen aufgenommen werden oder 6 Elektronen, weil hier das ja zweimal vorkommt. Ja,
was ich gerade gesagt, dass die es quasi in sich hat. In dem Fall sind es 6 Elektronen. Ach so, okay. Weil wir das Ganze für 2 mal, also für 2 Chromen betrachten müssen. Genau. Ach so, ja, Chrom, genau. Genau. Ach so, okay. Und das ist also immer. Das hat mit 6 Elektronen. Genau, wir müssten quasi prinzipiell, meistens wird nur ein Atom oxidiert und dann schauen wir uns wirklich nur die Differenz der Oxidationszahlen an. In dem Fall wird ja das, was oxidiert, reduziert wird, der Chrom, liegt ja doppelt vor. Das heißt, wir müssen das Ganze verdoppeln. Genau. Alles klar, danke. Für alle, die jetzt gerade nicht mitgekommen sind, das gucken wir uns gleich an. So. Okay, möchte denn jemand anfangen und erstmal die seine Oxidationszahlen vorstellen, die er bestimmt hat? Tolga, gerne. Ich versuche es mal. Ich bin mir nicht jetzt 100% sicher. War nicht schlimm. Und zwar Fe2+ habe ich plus 2 stehen. Genau. Bei Ca2O72- habe ich erstmal über O7-2 stehen. Genau. Weil es dann zusammen minus 14 ergibt und wir 2 minus haben, habe ich über Ca2+6 geschrieben, weil wir es zweimal haben und 12 ergibt. Sehr gut, ja. H plus habe ich minus 1. Oder was bei H plus? H plus habe ich minus 1, aber ich glaube, das muss plus 1 sein, oder? Genau, da muss es plus 1 sein, weil das ist halt ein einmaliges Ion. Genau. Und bei den anderen beiden habe ich jeweils plus 3. Sehr schön. Ganz genau, vollkommen richtig. Super. So, und damit haben wir schon mal die Oxidationszahlen bestimmt. Und wer kann denn mir dann sagen, welcher Stoff oxidiert und welcher reduziert wird? Nena, gerne. Also Eisen wird oxidiert und Chrom wird reduziert. Vollkommen richtig. Sehr schön. Weil beim Chrom verändert sich die Oxidationszahl, sie sinkt, deshalb haben wir eine Reduktion. Beim Eisen verändert sich die Oxidationszahl, steigt. Deshalb haben wir die Oxidation. Sehr schön. So. Genau, dann schreibe ich mal das fix hin. Bei der Oxidation hatten wir das Eisen. Und bei der Reduktion hatten wir das Chrom. Das ist übrigens, dieses Ion nennt sich übrigens Dichromat, aber das muss man auch nicht wissen. So. Und nochmal mit Oxidationszahlen. So, genau. Das heißt, der nächste Schritt ist der Elektronenausgleich. Wer kann denn mir den Elektronen? Gerne nochmal Lena. Also bei der Oxidation haben wir auf der Produktseite ein Elektron. Also wir geben ja ein Elektron ab. Genau. Und auf der, bei der Reduktion haben wir auf der Eduktseite 6 Elektronen. Also ich habe da jetzt 6 gemacht, weil ich auch auf der Produktseite 2 Chrom Ionen hingeschrieben habe. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann die richtige Lösung ist, aber. Das ist vollkommen richtig. Okay. Das ist genau das, was ich vor uns schon mit Beza, ich glaube, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, diskutiert habe. Genau, vollkommen richtig, weil, gucken wir uns hier kurz an, normalerweise haben wir von plus 6 zu plus 3 ja nur 3 Elektronen, die aufgenommen werden. Aber in dem Fall haben wir hier noch genau diese 2 dran stehen. Das heißt, diese beiden Chromen werden reduziert und deshalb müssen wir das Ganze mal 2 nehmen. Genau. Und deshalb nicht 3e-, sondern 6e-. Sehr gut. Dann gehen wir weiter. Und zwar machen wir den Ladungsausgleich. Wer hat Lust, den Ladungsausgleich vorzustellen?
wie gesagt, los, auf geht's. Ich jetzt, oder? Ja. Okay. Ladungsausgleich war genau das mit dem Wasserstoffkern. Mhm. Ja. Da war das ja im Grunde genommen so, dass wenn wir uns das auf der Produktseite, auf der Eduktseite der Reduktion angucken, also ich gehe jetzt direkt zur Reduktion, weil auf der Oxidation da genau, da passiert nichts. Nichts, ja. Genau. Ja, bei der Reduktion ist das so, dass man hat ja die zweifach negative Ladung von dem Molekül. Dann hat man aber auch noch eine sechsfach negative Ladung von den sechs Elektronen. Somit hat man dann auf der linken Seite halt insgesamt eine achtfach negative Ladung. Und auf der Produktseite hat man halt von dem Chromatom eine dreifach positive Ladung. Aber da es ja zwei Chromatome sind, wird es dann eine sechsfach positive Ladung. Genau. Sodass es dann auf der Eduktseite 14 H-Plus-Ionen hinzugefügt werden müssen. Ganz genau. So. Sodass wir in Summe auch auf 6 Plus kommen. Sehr schön. Dankeschön. Und nochmal hier oben kurz. Das ist ja nur zweifach positiv, das heißt 2. Hier haben wir dreifach positiv, aber auch einfach negativ, das heißt auch plus 2. Deshalb haben wir das jetzt kurz außen vor gelassen, weil das daran sich nichts ändert. Genau, das heißt, der Ladungsausgleich ist geschafft. Fehlt jetzt noch der Atomausgleich. Ja. Ich habe das nämlich ein bisschen anders gemacht. Also dieses Chrom, dass das doppelt vorkommt. Ich habe jetzt nicht verstanden, wiefern das relevant ist für den Ladungsausgleich, weil ich dachte, die ganze Ladung wäre 2 minus. Auf der Seite ist es irrelevant, weil auf der Seite zählt nur dieses 2 minus. Genau, da ist genau. Ja, dieses doppelte Chrom drin. Aber auf der Seite haben wir ja dieses Chrom 3 plus, aber das Ganze zweimal. Und hier steht ja die 2 vor diesem Ion. Das heißt, wir haben dieses Ion doppelt und jetzt zählt diese Ladung deshalb doppelt. Okay, das heißt, man muss beim Ladungsausgleich immer auch darauf achten, dass auf beiden, also auch gleichzeitig einen Stoffausgleich machen. Also in dem Fall muss quasi dieser, ich sag mal, hier ist noch so ein zwischengelagerter Schritt. Ja, aber den hat es halt gelassen, deswegen. Genau, also zwischen diesem zweiten und dritten Schritt brauchen wir jetzt noch einen 2.5. Schritt, nenne ich es mal, wo es darum geht, dass wir nur einen Atomausgleich von genau dem Stoff machen, der oxidiert oder reduziert wird. Das ist so. Aber das macht man halt relativ selten. Das ist relativ selten nötig. Und deshalb hatte ich auch gesagt, dass diese Aufgabe es nochmal speziell in sich hat. Genau. Das heißt, so, bisschen reingequetscht, aber genau. Also da muss man halt aufpassen, dass das schon im richtigen Verhältnis zueinander steht. Also kann man das auch auf jeden Fall schon vorher machen, sodass man danach die weiteren Schritte einleitet, weil, also ich glaube, ich wäre jetzt hier nicht drauf gekommen, beim Ladungsausgleich das so parallel zu machen. Genau, also prinzipiell machst du es am besten mit mit oder nach dem Schritt der Halbreaktion aufstellen. Wenn du quasi diese Halbreaktion aufstellst, guckst du quasi, okay, der Chrom wird in dem Fall reduziert. Ich habe aber 2 Chrom, das heißt, auf der Seite müssen auch 2 Chrom kommen. Das heißt, diesen Atomausgleich speziell auf den Stoff, der oxidiert und reduziert wird, im Schritt der Halbreaktion am besten noch dazu. Holger, du hast eine Frage? Ja, könnten Sie vielleicht noch einmal ganz kurz erklären, weshalb da 8 minus rauskommt? Das habe ich nicht ganz verstanden. Okay, also du darfst mich zum einen erstens gerne duzen, das sind wir alles Studenten, und zum anderen erkläre ich dir gerne natürlich nochmal. Also wir haben ja hier ein Ion von diesem Dichromat
und dieses eine Atom ist zweifach negativ geladen, das heißt minus 2. Dann haben wir noch 6-mal das E minus, also einfach negativ geladen. Minus 2, 6-mal minus 1 macht in Summe 8 minus. Aus dem Grund, weil es ein Ion ist, also nur ein Ion und das halt. Ganz genau. Alles klar. Vielen Dank. Ganz genau. Das ist halt dieses eine Ion und das hat diese eine oder einmal diese minus 2 Ladung. Okay, alles klar. Vielen Ganz Dank. Genau. Ach so, das H plus wird hier gar nicht berücksichtigt dann. Also es hat ja auch eine Ladung von plus 1. Das H plus haben wir ja dann hinzugefügt, weil das hatten wir noch nicht da. Und dann kommen wir auf diese plus 6. Also das ist quasi nach dem Ausgleich haben wir dann. Achso, ja, ich meine den plus, also H plus aus der Aufgabenstellung quasi. Aber den haben wir jetzt gerade erst eingeführt. Weil vor diesem Schritt, wenn du dir alles Grüne wegdenkst, hatten wir noch gar kein H plus drinstehen. Dieses H plus in der Aufgabenstellung sagt uns nur, du kannst das verwenden, um das auszugleichen. Ach so, okay. Warum schreiben die das denn? Das ist sehr verwirrend so. Also, das ist, wenn dieses H plus da drin steht, das ist nichts anderes als, es steht in der Aufgabenstellung sowas drin wie, es findet im sauren Milieu statt. Das ist genau das Gleiche. Du darfst quasi H plus zum Ladungsausgleich verwenden. Okay, also H plus kommt beim Ladungsausgleich erst im Nachhinein dazu, wird aber nicht mitberechnet jetzt für dieses. Also ich hätte jetzt zum Beispiel minus 8 nochmal plus 1 gemacht, also minus 7, weil ja quasi in der Aufgabenstellung plus 1 steht noch als Ladung. Das hätte ich jetzt so gemacht. Das lässt du aber erstmal weg, weil du in dem Moment weißt du ja noch nicht, ob du dieses H plus hier oben oder hier unten hinzufügen sollst. Deshalb lassen wir das quasi erst außen vor, machen das erst ohne das H+, sehen dann, hier brauchen wir noch eine positive Ladung und packen dann das H+ dazu. Und zwar so viel, wie wir quasi zum Ladungsausgleich brauchen. Okay, das kann man also immer so machen, dass man bei der Aufstellung der Halbreaktion immer das H+ oder das OH- in der Aufgabenstellung erstmal weglassen, um im Nachhinein damit auszugleichen. Genau. Okay. Danke. So, dann gab es noch eine Frage von Vincent. In den Aufgaben ist nicht so vorgegeben, dass immer nur eins vorhanden ist. Also wenn diese Aufgabe so dasteht, ich habe jetzt hier natürlich nur die verkürzte Aufgabenstellung hinzugefügt, heißt das quasi so viel wie, du darfst zum einen hier noch Zahlen davor hinzufügen, wie viele es davon gibt und zum anderen natürlich hier noch weitere Produkte ergänzen. Das heißt, lass dich nicht davon verwirren, dass hier nur ein H plus drinsteht. Du darfst quasi die Anzahl der entsprechenden Ione ergänzen. Das zeigt quasi nur, welche Ionen prinzipiell vorliegen, aber nicht die Anzahl an Ionen. Genau. Das steht aber, glaube ich, in der Aufgabenstellung nochmal von der Klausur genauer drin. Genau, weil hier habe ich jetzt gerade nur die Reaktionsgleichung, die ja mehr so eine Skizze davon ist, aufgeschrieben. Dann machen wir mal weiter. Atomausgleich. Welche Farbe hatten wir denn noch nicht? Das ist ein schönes. Keine Ahnung, olivgrün. Atomausgleich ist jetzt eigentlich wieder relativ simpel. Würde ich deshalb mal fix selber machen. Wir haben hier oben Eisen, passt also. Hier haben wir 2 Chrom, hier haben wir 2 Chrom, das passt. Hier haben wir 7 Sauerstoff, 14 Wasserstoff, also wieder genau das Verhältnis 2:1. Also ergänzen wir nur 7 H2O. Und der Atomausgleich ist fertig. Gehen wir weiter zum Verhältnis. Hat jemand eine Ahnung, mit welchen Zahlen wir welche Gleichung multiplizieren müssen, damit das Verhältnis passend ist? Elisa war, glaube ich, zuerst. Ja, genau. Also ich würde jetzt Eisen halt mal 6 nehmen, damit wir in beiden Halbreaktion quasi 6 Elektronen haben, damit das passt, das Verhältnis. Ganz genau.
Ja, ich versuche das mal hier noch drunter zu quetschen. 6Fe2+ reagiert zu 6Fe3+ plus 6E-. Und das konnten wir quasi daran absehen, dass wir hier ein Elektron haben, hier 6 Elektronen. Und jetzt haben wir so multipliziert, dass wir hier auch auf 6 Elektronen kommen. Und dann eigentlich langsam, ja? Danach nur noch die Elektronen quasi wegkürzen, weil jetzt haben wir ja bei beiden Reaktionen 6 Elektronen und können alle, also die Produkte auf eine Seite und die Edukte halt auf die andere nehmen. Und dann hätten wir, also wieder einen Kontakt, oder? Genau. So, das heißt, die Redoxreaktion ist jetzt nur noch das, ich sag mal, Abschreiben, das ist so die leichteste Aufgabe. 6Fe2+ von hier. Dann haben wir hier das Dichromat Cr2O72- plus 14H+. Reagiert zu 6Fe3+. Plus 2Cr3+. Und 7H2O. Die Elektronen habe ich direkt weggelassen, weil die kürzen sich ja eh weg. Warum sollte ich also mehr schreiben, als ich müsste? Genau. Sehr schön. Damit haben wir die Aufgabe geschafft. Wie sieht's aus? Gibt es Fragen dazu? Okay. Dann haben wir das jetzt an 2 Redoxreaktionen gut verdeutlicht. Ich würde sagen, im Anbetracht der Zeit, für die, dass es schon 20 Minuten drüber ist, machen wir jetzt die 3. Reaktion, die du vor uns gerade angesprochen hast, Beza, nicht mehr. Ich bereite die nochmal so auf wie hier und schicke die dann morgen vermutlich in den WhatsApp-Chat rein. Dann könnt ihr euch die auch nochmal angucken. Nochmal kurz für alle. Es handelt sich um die Aufgabe vom Sommersemester 2019, Nummer 12, und zwar die Aufgabe B müsste das gewesen sein. A. Und die bezieht sich halt genau auf das, was wir hier oben schon mal uns angeguckt hatten, mit diesem Komplex hier oder mit diesem Kobaltnitrit, und um quasi den Kreis zu schließen. Die könnt ihr euch gerne angucken und ich würde morgen dann nochmal die Lösung in den Chat stellen. Genau. Ansonsten, genau, da gibt es noch eine Frage. Ich hätte noch eine organisatorische Frage. Ja. Ihr euer Programm auch auf die Dynexide-Prüfungen angepasst, weil die variieren ja doch etwas zu den Altklausuren. Also es gibt halt das einerseits das Problem, die alten Altklausuren, die gibt es natürlich online verfügbar. Für die Dynexide-Klausuren, die jetzt noch nicht so lange stattfinden, haben wir natürlich nicht so viele, ich nenne es mal, Vorlagen. Oder nicht so viele Altklausuren, wo wir uns drin belesen können. Aber ja, uns ist bewusst, dass die auf Dynexide stattfinden, dass die damit ein bisschen abgeändert sind. Und dementsprechend werden wir dann auch auf diese Klausuren, auf diese Aufgaben versuchen, bestmöglich vorzubereiten. Aber wir müssen trotzdem aufgrund der geringeren Anzahl noch auf ältere Präsenzklausuren auch zurückgreifen. Genau. Aber wir haben genug Leute im Team, die letztes Semester mit Dynexide geschrieben haben, und die denken sich da kluge Sachen aus. Okay, danke. Gerne, gerne. Okay. Dann würde ich das Ganze nochmal zusammenfassen. Also, was müsst ihr können? Oxidationszahlen bestimmen, dafür also die Regeln können oder einfach das, ich sag mal, das gut anwenden können. Man muss die Regel ja nicht unbedingt auswendig wissen, damit man es am Ende anwenden kann. Und Bilanzen ausgleichen, Ladungsausgleich, Atomausgleich und Elektronenausgleich ist sehr wichtig. Genau. Dann diesen Fahrplan. Wie gesagt, das sind ja Sachen, die man nicht auswendig wissen muss, aber wenn man das quasi verinnerlicht hat, kann man das machen. Genau. Tipps sind
auch wenn die Aufgaben leicht erscheinen, versucht nicht am Anfang zumindest schon Schritte zu überspringen, dann macht ihr eher mehr Fehler. Bei Reaktionen genau die Aufgabe lesen, ob es jetzt im basischen, sauren oder neutralen Bereich oder der Schmelze stattfindet, das heißt, je nachdem, mit welchen Ionen ihr ausgleichen könnt. Und teilweise ist in Klausuraufgaben auch nur nach der Oxidation gefragt oder ähnlichem. Das heißt, macht euch dann nicht mehr Arbeit, als ihr müsst. Und genau, geht quasi klug vor. Ansonsten, Redoxreaktionen sind ein wichtiges Thema, mit dem man viele Punkte in der Klausur relativ schematisch bekommen kann. Und deshalb würde ich euch empfehlen, das Thema auf jeden Fall nochmal zu üben. Genau. Ansonsten, ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen. Das könnt ihr entweder direkt in eurem Athena-Account machen oder zu dem kommt ihr auch, wenn ihr hier das scannt. Ihr habt auch einen Link per E-Mail bekommen. Einfach kurz sagen, wie es euch gefallen hat. Und genau. Noch eine Frage von Emiran. Ja, werden auch zukünftige Konferenzen stattfinden, in denen Thermodynamik und andere wichtige Themen besprochen werden? Also es wird noch einen zweiten Schnupperkurs in Chemie geben, der kostenlos für alle sein wird. Das Thema steht noch nicht 100% fest. Also wenn ihr Themenwünsche habt, könnt ihr das gerne in die WhatsApp-Gruppe schreiben. Ich kann aber sowas sagen wie Thermodynamik, wie gesagt, ist ein sehr, sehr großes Thema. Das kann zumindest nicht im Großen und Ganzen in einer Stunde erklärt werden. Deshalb würde dann nur ein Teil davon stattfinden. Ansonsten im Klausurtraining, im Klausurvorbereitungskurs kommen dann 100% sicher alle Themen dran. Genau. Sehr schön. Raphael, du hast auch noch eine Frage. Ja, ich wollte fragen, ob diese Folien vielleicht auch in die WhatsApp-Gruppe geschickt werden oder per E-Mail oder so. Genau, die kriegt ihr auf jeden Fall in der WhatsApp-Gruppe. Ich glaube sogar auch per E-Mail. Also ihr solltet die alle bekommen. Okay, super, danke schön. Gerne, gerne. So, einen Moment, Peter. Genau, hier ist nochmal alles aufgeschrieben. Wir haben hier links den QR-Code, der führt euch direkt einfach zur Website. Da seht ihr, welche Kurse wir noch anbieten. Dann haben wir hier noch die WhatsApp-Gruppe, falls ihr noch nicht beigetreten seid. Und dann gibt es noch Rabattcodes dafür, dass ihr heute so nett mitgemacht habt. Und zwar 5x Rasten heißt Rosten 22. Das bringt 22% Rabatt. Und wenn die aufgebraucht sind, gibt es noch Rasten heißt Rosten 15% mit 15% Rabatt. So, genug des Marketings. Peter, du hast noch eine Frage. Wie ist das dann im Hauptkurs? Also wie viele Leute sind da ungefähr drin? Also, weil wenn man dann, wenn alle Fragen stellen, wird das ja lange dauern. Also wie ist das aufgebaut? Genau, also prinzipiell der Kurs ist aller maximal mit 20 Leuten. Wir versuchen die Gruppen natürlich so klein wie möglich zu halten. Das heißt, wenn es schon auf die 20 zugeht, versuchen wir mit unserem Tutor auszuhandeln, ob der noch einen zweiten Kurs übernehmen will, dass man das quasi in zwei kleinere Gruppen teilt. Weil mit 20 Leuten ist ja schon relativ viel, aber 20 ist das absolute Obermaß. Mehr Leute werden nicht in der Gruppe sein und Fragen können sonst ansonsten halt auch nach dem Kurs noch diskutiert werden oder ähnliches, je nachdem, wie es fällt. Genau. Ja, alles klar, danke. Gerne, gerne. Okay. Gibt es sonst noch Fragen? Ja, das funktioniert nicht. Doch, der sollte funktionieren. Guck nochmal, ob du es richtig eingetippt hast. Also, das sollte funktionieren. Tolga, du hast auch noch eine Frage. Das wären eigentlich, glaube ich, zwei Fragen gewesen. Und zwar sowohl im kostenlosen Teil oder Paket, sage ich mal, als auch im kostenpflichtigen. Ist da halt die Garantie relativ hoch oder beziehungsweise sind die Quoten sehr gut und hoch zum Bestehen und vor allem auch bei den Noten her, also nicht unbedingt die 4.0 zu bekommen, sondern auch bessere Noten zu schreiben? Also ich kann dir zum einen sagen, ich musste irgendwo auf unserer Website stehen, also letztes Semester müsste
irgendwas um die 90% Bestehensquote über alle Fächer hinweg gewesen sein, was ja schon mal ziemlich gut ist. Ansonsten von meinen Kursen kann ich dir berichten, dass grundsätzlich die allermeisten bestanden haben. Also ich kann nur von denen sagen, die es mir auch am Ende mitgeteilt haben, weil ich kann ja schlecht beim Prüfungsamt nachfragen, was andere Studenten für Noten haben. Aber die allermeisten haben bestanden, haben mit einer deutlich besseren Note bestanden, als sie eigentlich erwartet hatten. Und natürlich gibt es aber leider auch Studenten, die natürlich nicht bestanden haben. Aber die waren eigentlich trotzdem immer für die Hilfe dankbar und die hatten vorher auch eher den Gedanken, dass sie es nicht schaffen werden. Aber die haben dann im nächsten Semester den Kurs nochmal belegt und dann haben sie es auch geschafft. Und die zweite Frage wäre, du meintest ja, dass man das in 12 Stunden abarbeitet, das Ganze. Heißt dann halt, dass wir bis zum, ich glaube, das ist der 15.02. gewesen, also innerhalb von einem Monat, dann, ich glaube, pro Woche 1 bis 2 Mal irgendwie Unterricht bekommen und dann so das abhandeln, oder wie läuft das? Also meistens sind es 3 Stundenblöcke 4-mal, das heißt, 4-mal 3 Stunden so rum, an Tagen, die dem Tutor und euch besonders gut passen. Die genauen Termine werden morgen Vormittag auf der Website veröffentlicht, aber die sind jetzt auch nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, wenn ihr mit dem Tutor redet und fragt, hey, könnten wir das verschieben, und mehrere Leute der Meinung sind, dann kann man die natürlich auch verschieben. Andererseits, jeder Termin wird aufgezeichnet. Das heißt, wenn ihr mal es nicht schafft, teilzunehmen, könnt ihr euch natürlich die Aufzeichnung angucken und Fragen dann natürlich in der nächsten Stunde oder per WhatsApp stellen. Alles klar. Dazugehören. Alles klar, vielen Dank. Gerne, gerne. Die Aufzeichnung kannst du dir selbstständig nochmal ansehen. Die braucht jetzt erstmal von Zoom aus. Das Verarbeiten dauert ein bisschen. Morgen früh sollte die fertig sein. Dann schicke ich sie in die WhatsApp-Gruppe. Rabattcode kannst du dir versuchen, selber auszurechnen. 22% auf 120 Euro, knapp 120 Euro. Das sind ja so 10 Euro die Stunde. Müssten so um die 90 Euro sein. 92 Euro, wenn ich Kopf rechnen kann. Genau. Peter, gerne. Und zum Kurs selber, das heißt, ist das so, dass eine gewisse Vorbereitung erforderlich ist, bevor ich in den Kurs reingehe? Oder ist das eher so, dass man von 0 auf 100 dann vorbereitet wird für die Klausur? Also der Kurs ist so gebaut, wenn du Vorwissen hast, ist gut. Wenn du keins hast, ist auch in Ordnung. Also der Kurs passt sich natürlich immer den Teilnehmern an. Das heißt, wenn alle schon Vorerfahrung haben, dann startet der Kurs natürlich nicht bei 0. Aber wenn es jemanden gibt, der noch gar keine Vorerfahrung hat, dann wird der Kurs so aufgebaut, dass auch derjenige, der keine Erfahrung hat, damit arbeiten kann. Okay. Genau. Und am Ende ist dann, und am Ende sind dann alle Themen für die Klausur abgedeckt, oder wie ist das? Exakt. Also es wird dann am ersten Tag direkt gesagt, hey, es wird wieder Folien geben, es wird Inhaltsverzeichnis geben, wo gesagt wird, an welchem Tag welche Themen besprochen werden, sodass jedes Thema quasi man sich auch vorher schon mal angucken kann, wenn man möchte. Ansonsten alle Themen werden abgearbeitet. Wenn noch Themenwünsche bestehen, ist am Ende meistens noch so die letzte Kursstunde freigehalten für Aufgaben, die ihr rechnen möchtet, wo ihr Probleme habt, Themen, die ihr besprechen möchtet, etc. Okay, alles klar, danke. Bis wann du dich entscheiden musst, ist, der Kurs wird so um den 22. Januar anfangen, würde ich schätzen. Wie gesagt, die genauen Termine kommen morgen online. Das heißt, bis dahin wäre es gut, wenn du dich entscheidest, dann kannst du an allem teilnehmen. Du kannst dich auch danach entscheiden, dann kriegst du halt für die ersten Termine noch Aufzeichnungen. Aber es kann natürlich auch sein, dass der Kurs ausgebucht ist irgendwann und dann sind die Plätze voll. Also irgendwann ist halt leider alle, das heißt, beobachte vielleicht die Website ein bisschen oder ähnliches, weil
Wir können natürlich dann auch nicht 60 Leute in einen Kurs stecken, wenn der Tutor keine Zeit mehr hat, einen weiteren Kurs zu nehmen, weil wir wollen ja auch dieses Betreuungsverhältnis entsprechend haben. Ist der Chemie-Crash-Kurs für den 28. und 29.01.? Wie meinst du das, Jessica? Ich habe gerade auf der Webseite geschaut und wenn ich dann auf den Chemie-Crash-Kurs gehe, stehen die beiden Daten da. Also ist das quasi der Kurs? Der Kurs, ich gucke selber. Also beim Chemie. Genau. Genau. Da sind gerade erstmal Zeiten eingetragen, aber die Zeiten verändern sich noch. Also die sind ja von 9:30 bis 15:30 eingetragen. 6 Stunden hält ja keiner am Stück aus, Unterricht zu machen. Also das sind, ich sag mal, Platzhalterzahlen. Ich weiß gerade auch nicht, wer die eingeführt hat, aber das sind nicht die richtigen Kurstermine. Achso, okay, danke. Genau. Wie gesagt, ich würde euch dann auch morgen früh updaten, wann die richtigen Kurstermine sind. Um 11 sollte es feststehen. Genau. Gibt es sonst noch Fragen? Gut, dann würde ich sagen, haben wir es für heute geschafft. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch allen für die Mitarbeit. Hat mir Spaß gemacht und ja, dann noch einen erholsamen Abend. Und ein baldiges Wochenende. Genau.